Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Verseri. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch, wie immer auf Schweiz 5. Heute am Freitag bei unserem Thementag wollen wir uns einmal mit dem Thema beschäftigen, was wäre, wenn? Diese Frage ist natürlich eine, die viele Menschen bewegt und wo man immer wieder sagt, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre das Leben halb so schwer. Aber ich sehe immer wieder, dass wir uns das Leben selbst schwer machen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben von zum Beispiel Wissenschaftlern. Stellen Sie sich einmal vor, die Wissenschaftler dieser Welt arbeiten nicht gegeneinander, arbeiten nicht für Konzerne und in Konkurrenz, sondern die Wissenschaftler dieser Welt würden zusammenarbeiten und alle zum Wohle der Menschen. Wäre das nicht ein traumhafter Zustand? Stellen Sie sich das Thema Patent einmal etwas anders vor. Stellen Sie sich vor, Menschen, die ein Produkt entwickeln, wollen es nicht für sich haben und nicht zum eigenen Profit, sondern sie wollen ein Produkt auf den Markt bringen, was den Menschen von Nutzen ist und was den Menschen hilft. Wie wäre das? Wäre das nicht eine andere Alternative? Wäre das nicht viel menschlicher? Oder stellen Sie sich einmal vor in der Medizin. Alle Ärzte, alle Forschungsinstitute und alle Wissenschaftler dieser Welt würden zusammenarbeiten. Wie könnte man das als Ergebnis für die ganze Menschheit sehen? Was wäre das wohl für ein Zustand, wenn die ganzen Forschungsinstitute, die normalerweise Milliarden ausgeben, für ihre eigenen Forschungen weltweit zusammenarbeiten würden? Wenn diese Forschungsinstitute weltweit sich um die schweren Krankheiten, die uns derzeit beschäftigen, alle Tage lesen wir in der Presse die neuesten Horrormeldungen, Krebs soll die Todesursache Nummer 1 sein. Im Moment gibt es einen Run darauf, ob Alzheimer, Demenz vielleicht doch die Nummer 1 wird. Diabetes soll sich verdoppeln bis 2030. Wenn wir uns diese Meldungen alle vorstellen und uns ständig überlegen, was ist denn mit diesen ganzen Forschungsgeldern, die uns zum Beispiel die Pharmaindustrie jedes Jahr vorrechnet, die Milliarden, die aufgewendet werden, um unsere Gesundheit zu erhalten. Erhalten die unsere Gesundheit wirklich? Ist es wirklich so, dass wir nicht in einem Sog gefangen sind, in einem Sog, den ein System etabliert hat, was wir eigentlich jederzeit ändern könnten? Warum tun wir es nicht? Warum? Weil wir ein Problem haben. Unser ganzes System ist auf eine sogenannte Profitwirtschaft ausgerichtet. Das bedeutet, jeder versucht im Geheimen einen Vorteil zu erlangen. Das nennt man dann Wettbewerb, um ein Patent nur selbst verwerten zu können, um damit natürlich viel Geld zu verdienen und für Medikamente, für Elektronik ein horrendes Geld zu verdienen. Das heißt, viele Betriebe machen gleichzeitig das Gleiche. Ist das sinnvoll? Ist es sinnvoll, dass wir hingehen und ständig in Konkurrenz zueinander stehen? Wir haben doch nur eine Erde. Warum bemühen wir uns denn nicht, etwas andere Lösungen zu finden? Lösungen zu finden, die zum Wohle von uns allen sind. Schulsystem, ein weiteres Thema, wo man immer darüber nachdenken muss. Vor kurzem berichtete mir ein Lehrer, der 40 Jahre lang an einer Kantonsschule unterrichtet hat, dass er heute weiß, er ist mittlerweile in Pension, dass er heute weiß, dass viele Dinge, die er unterrichtet hat, bereits wissenschaftlich widerlegt sind und selbst in den aktuellen Schulbüchern immer noch so drinstehen und immer noch so gelehrt werden. Warum ändern wir das nicht? Wir haben doch so viele Möglichkeiten. Die Elektronik gibt uns so viele Hilfestellungen. Kommunikation kann rund um den Erdball innerhalb von Sekunden und Minuten erfolgen. Aber wir sind in unserem Denken immer noch verhaftet. In diesen Mustern, dass wir nicht die anderen partizipieren lassen wollen, nein, dass wir an den anderen verdienen wollen. Und dann beginnt der Massenrun. Das heißt, wir suchen uns Produktionsstätten, die möglichst billig sind.
Dort bleiben die Leute ewig arm, weil sie einen Bruchteil nur von dem verdienen, was wir in den zivilisierten westeuropäischen oder amerikanischen Ländern oder in Australien verdienen. Aber wenn sie nun mal in Afrika geboren sind, in Südamerika oder irgendwo in Asien, dann sind sie der Arbeiter, und zwar der Billigarbeiter aller anderen Menschen. Ist das richtig? Lässt sich das mit unseren christlich-abendländischen Kulturgründen zusammenfügen? Lässt sich das mit unserem Glauben eigentlich vereinbaren? Wenn ich mir das genau anschaue, muss ich sagen, eigentlich lässt sich das nicht vereinbaren. Eigentlich ist es so, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, nicht miteinander arbeiten, sondern wir werden nach wie vor angetrieben, gegeneinander zu arbeiten. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass die Menschen nicht mehr in der Lage sind, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Nein, dass wir ständig getrieben werden, im Wettbewerb zueinander zu stehen. Der eine sagt dem anderen nichts, wenn er etwas herausbekommen hat, um diesen Vorteil für sich selbst zu nutzen. Ob uns das weiterbringt? Das bringt uns nicht weiter, im Gegenteil. Es wird immer mehr den Druck auf uns Menschen erhöhen in allen Bereichen. Wenn eingespart werden muss, was ist denn das Erste, an dem eingespart wird? Am Potenzial Mensch. Überall, wo ich hinschaue, egal in welche Richtung, habe ich das gleiche Ergebnis. Die Arbeitsplätze werden abgebaut, es wird durch Elektronik, Mechanik, durch Roboter ersetzt. Und was haben wir am Ende davon? Am Ende haben wir eins davon, dass wir uns immer mehr zerteilen müssen, dass wir uns immer mehr kaputt machen, dass wir uns immer mehr zugrunde richten, dass wir immer kränker werden. Wir müssen das ändern. Und ich höre oft von Menschen, dass sie dann sagen, wenn ich mit ihnen darüber spreche, ja, was soll ich denn ändern? Und dann sage ich den Leuten immer wieder, jeder Einzelne hat eine Stimme. Jeder Einzelne kann sich über das Internet mit der ganzen Welt in Verbindung bringen. Jeder Einzelne kann Briefe schreiben, jeder Einzelne kann zu den Leuten hingehen, die er in politische Verantwortung gewählt hat und sagen, ihr müsst das umsetzen, und zwar zu unserem Wohl. Und nicht, dass es eine Welt gibt, in der eine Elite alles hat und viele andere Menschen letztendlich auf der Strecke bleiben. Denn unsere Welt und unser Leben haben wir nur einmal. Und warum sind so viele Menschen nicht in der Lage, für ihr Leben selbst zu sorgen? Warum werden so viele Menschen krank? Warum ist die psychische Krankheit immer stärker im Fortschreiten und die Menschen flippen aus und können nicht mehr auf in sich gehen, können nicht mehr in die Ruhe kommen? Das sind alles Ergebnisse einer Profitgesellschaft. Wenn Sie heute Ihre Kinder anschauen, dann müssen Sie schon sehen, was die morgen tun müssen. Und zwar genau in die gleichen Fußstapfen treten. Die müssen rackern, die müssen arbeiten, die müssen kämpfen. Und welche Wahl haben Sie denn? Welche Wahl haben wir Ihnen denn gelassen? Wir, die wir diese Systeme installiert haben. Wann wollen wir denn einmal anfangen zu sagen, nein, es ist genug. Wir haben alle genug. 413.000 Millionäre gibt es in der Schweiz. Diese Menschen haben genug Möglichkeiten. An die appelliere ich. Ihr seid die. Auf euren Schultern liegt die Verantwortung. Ihr könnt Dinge bewegen, denn ihr habt die Mittel dazu. Und es geht nicht darum, irgendjemand etwas wegzunehmen. Nein, es geht darum, denen zu helfen, ein ordentliches Leben zu führen und sich nicht jeden Tag um Essen, Trinken oder ein Dach über dem Kopf oder andere Sorgen machen zu müssen. Die jeden Tag gramvoll ins Bett gehen, meint ihr, das tut denen gut? Nein, die werden auch alle krank. Und wenn immer mehr Menschen krank werden, kippen irgendwann unsere Krankenversicherungssysteme, wenn sie ausgesteuert werden, wenn sie durch psychische Belastungen nicht mehr arbeitsfähig sind, wollen wir die verhungern lassen? Wollen wir die vielleicht auch auf 12 Franken am Tag setzen und in Heimen unterbringen? Ob das der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ich bin auch immer wieder begeistert von anderen Wegen, die gegangen werden. Denn es gibt natürlich auch Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Und zwar Menschen wie Sie und ich. Niemand, der etwas ganz Besonderes oder etwas Ausgefallenes ist. Nein, ein ganz einfacher Mensch, der sich Gedanken macht, wie er sich zum Beispiel gesund ernähren kann. Denn wir wissen,
Die vielen Stoffe, die in unseren Nahrungsmitteln, in unserem Wasser und in unserer Umwelt sind, sind nicht gut für uns. Ich glaube, da brauchen wir heute nicht mehr zu diskutieren, auch wenn Industrie, die entsprechenden Verbände und andere der Meinung sind, das macht alles unserem Körper nichts. Dann werden wir einmal sehen, was das für Konsequenzen hat. Bedenken Sie, diese Dinge gibt es meistens nicht mal 50 Jahre. Erst ab den Jahren 50, 55 hat diese wahnsinnige Hochgeschwindigkeitsindustrialisierung dieses ganze Thema erst richtig an Lauf gewonnen. Und was ist passiert? Passiert ist, dass wir heute vor einem Desaster stehen. Auch wenn Sie das so nicht gesagt bekommen, weil man Sie natürlich nicht ängstigen will, immer und immer wieder muss ich feststellen, dass wir in vielen Bereichen bereits kurz vorm Kippen sind. Was hat Frau Lagarde vor kurzem gesagt? Gestern stand es sogar in den Zeitungen. Für die Rettung des Euros bleiben uns noch 3 Monate. Nun frage ich die Menschen, egal wo, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Dänemark, wo auch immer, die jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen, die jeden Tag probieren, dem Stress dieser Zeit zu entkommen. Was habt ihr davon? Könnt ihr irgendwas beeinflussen? Nein, ihr habt eure Verantwortung abgegeben. Wir alle haben unsere Verantwortung abgegeben. Und das gilt es wieder umzudrehen. Die gilt es sich wieder zurückzuholen. Denn nur wenn Menschen Verantwortung übernehmen für sich selbst und auch für andere, dann sind wir in einer Welt, in der Menschlichkeit wieder etwas gilt. Und wenn ich auf das Thema Nahrung zurückkommen will, dann möchte ich Ihnen mal etwas zeigen, eine faszinierende Initiative, die es mittlerweile schon mehrfach gibt, über die ich auch eine Sendung machen möchte. Heute habe ich mit den Leuten gesprochen, vorstellen möchte ich es Ihnen doch. Schauen wir uns mal auf dem Computer die Seite an, und zwar heißt sie Unitaire. Regie, hallo, danke. www.unitaire.ch und dann gibt es einen Teil Vertragslandwirtschaft in der deutschen Schweiz. Jetzt gehen wir mal Kanton Bern auf Radiesli. Radiesli, und jetzt sehen Sie hier, ist eine Gemüseanbauinitiative im Raum Bern, die neue Wege geht. Gemeinsam anbauen, gemeinsam ernten, gemeinsam bestimmen. Radiesli hebt die Zwischenproduktion. Da fehlt mir was, das hat er jetzt verschoben. Das kann ich da nicht mehr sehen, nein. Hebt die Margen zwischen Produktion und Konsum auf. Wer bei uns mitmacht, steht an ein paar Tagen im Jahr auf dem Feld bei Worb und hilft den beiden Gemüsegärtnerinnen beim Pflanzen, jeden beim Ernten, beim Abhacken oder wo sonst gerade 2 zupackende Hände gebraucht werden. Produziert wird nach biologischen Grundsätzen. 2x pro Woche wird die Ernte eingefahren und an verschiedene Depots in der Umgebung von Worb und in Bern verteilt, wo die Mitglieder dann ihr Gemüse abholen können. Mitglied werden und mitmachen. Aber sicher, es hat noch freie Plätze, damit du dein Gemüse schon kennst, wenn es auf dem Teller kommt. Hier sehen wir ein Bild, dort ist der Bereich Mitglied zu werden und Berichte. Und jetzt schauen wir uns einmal kurz diesen kleinen Film an, den die Gesellschaft da ins Netz gestellt hat. Wir sind der Verein Radiesli und heute ist ganz ein besonderer Tag für uns, weil heute wir das erste Mal unser Gemüse verteilen. Unser Vereinszweck ist eigentlich, wir wollen unser Gemüse schon kennen, bevor es auf dem Teller landet. Das heisst, wir haben als Verein zusammen ein Stück Land gesucht, wo wir jetzt Gemüse anbauen. Und die Idee ist, dass wir das zusammen machen, also dass alle, die Mitglied sind im Verein, auch helfen beim Anbau, beim Ernten, beim Verteilen. Und so haben wir alle einen ganz anderen Bezug zu dem Gemüse, das wir schlussendlich essen, weil wir eben genau wissen, wo es herkommt. Wir wollen eigentlich mit dem Alternativen schaffen zu dieser Situation, wo man in einem Laden steht und vor einem Gestell und nicht weiss oder sich mit Kopf zerbrechen und man herausfindet, woher dass die Nahrungsmittel alle kommen. Das
hat auch sehr eine grosse soziale Komponente, so ein Projekt. Man lernt auch viele Leute kennen und das macht einfach auch extrem viel Spass. Die sich entschließen mitzumachen, die sind voll dabei und das ist eigentlich total schön. Mir gefällt es, dass hier das Gemüse abgebaut wird, biologisch. Es werden auch ganz spezielle Gemüsesorten abgebaut, die man in den Läden gar nicht mehr kaufen kann. So ein bisschen altmodische Gemüse und spezielle. Mir gefällt es, dass man mithelfen kann, dass ein Haufen Leute mithelfen können. Und dass es mal so ein feines Projekt ist, wo tolle Leute mitmachen. Und dass es viel Kinder gibt. Ja, genau. Jetzt kommen viele Kinder auf den Hof. Gell? Noch nicht einmal ein Jahr her, dass wir die Idee haben. Und jetzt sind wir da und haben ein ganzes Feld und voll Gemüse. Und heute haben wir wirklich das erste Mal die Taschen füllen. Also für mich ist das genial. Arlis, jetzt fahren wir nach Städtl. Gell? Als okay. Erste Station Bernstrasse kommt. Tschüss! Tschüss. Haben Sie das gesehen? Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht fantastisch, wie sich die Menschen organisieren können, um gemeinsam etwas zu schaffen? Mit den Bauern gemeinsam dafür sorgen, dass wir für uns und für unsere Kinder ganz wichtig gesunde Nahrung auf den Tisch bekommen? Und ich sehe immer an solchen Beispielen, es geht. Es geht. Wir werden dieses fördern. Wir werden mit Ihrer Hilfe werden wir mehr und mehr Alternativen bieten über diesen Sender, über diese Sendung, über dieses Programm, dass Sie sich informieren können, wie das auch für Sie machbar ist. Und stellen Sie sich vor, Sie sind jeden Monat einen Tag mit Menschen zusammen, die gleichen Interessen haben. Sie sind draußen im Freien, Sie sind auf einem Feld und arbeiten mit einen Tag im Monat an Ihrem Gemüse. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn das 100, 200, 300, 400, 500 Menschen machen würden, wie sowohl den Bauern geholfen wäre, dass die das Ganze nicht immer selbst stemmen müssen, haben Sie schon einmal überlegt, dass der Bauer vom Pflügen des Ackers über das Säen, über das Wässern, das Pflegen des Wachstums bis zur Ernte und zum Verkauf alles selbst vorfinanzieren muss? Vielleicht wären wir da gefordert, hinzugehen und zu sagen, wir beteiligen uns alle. Und wenn 100 Menschen einen kleinen Betrag hinlegen, wird das ein großer Betrag, mit dem der Bauer wirtschaften kann. Und zum Dank erhalten sie Gemüse und oftmals hat man das verglichen, sogar zum gleichen Preis, wie sie es heute im Supermarkt kaufen würden, eventuell sogar noch etwas günstiger. Wäre das nicht für Sie eine Alternative? Etwas anderes einmal zu tun, etwas anderes zu machen, ein Stückchen weiter zu fahren als zum Supermarkt am Stadtrand, vielleicht noch ein paar Kilometer weiter zum Bauern aufs Feld, dort sich sein frisches Gemüse jede Woche holen zu können und immer das, was gerade wächst und was reif geerntet wurde, auf dem Tisch zu haben. Stellen Sie sich vor, Ihre Kinder sehen plötzlich, wie wieder alles wächst, wie was eingepflanzt wird. Wenn wir doch einmal ehrlich sind, wer von uns weiß denn noch, wie etwas einzupflanzen ist? Wer von den ganzen jungen Menschen, die heute in den Städten leben und ganz andere Interessen vorgegaukelt bekommen, die sie ständig vom eigentlichen Leben ablenken sollen, wer weiß denn von denen noch, wie etwas anzupflanzen ist? Wie man Tomaten anpflanzt, wie man Gurken anpflanzt, Salat und Ähnliches, wann es zu machen ist, wann es reif ist, wie es geerntet wird und so weiter. Und dann will das jeder nur für sich alleine machen? Stellen Sie sich vor, in der Gemeinschaft ist alles wesentlich einfacher und es ist wesentlich schöner, wenn Menschen gemeinsam ein Ziel haben. Und das Ziel, sich gesund zu ernähren, das ist ein wunderbares Ziel, denn Sie werden im Alter wissen, wovon ich heute rede. Wenn genügend Nährstoffe im Körper sind, haben Sie auch keine Mangelerscheinungen. Das bedeutet, Sie bleiben fit bis ins Alter, bis zu Ihrem wunderschönen Ableben, denn der Mensch stirbt nicht, weil er krank ist. Das ist etwas, was man uns einzureden versucht, dass der Körper ruiniert ist und wenn der Körper ruiniert ist, dann stirbt der Mensch. So ist es heute oft, sogar dass der Körper nicht einmal das Leben ganz aushält und dass viele Menschen die letzten Jahre in Pflegeheimen verbringen. Muss das sein? Nein, das muss nicht sein. Und glauben Sie mir,
Sie sind nicht auf der Erde, um nur zu arbeiten. Wenn das so wäre, dann hätte man ihnen gleich einen Sklavenstatus gegeben, wenn sie auf die Welt gekommen wären. Und sie hätten, wie viele andere das heute müssen, in Ländern, in denen man nicht Recht und Gesetz nach unserer Art kennt, in Ländern, in denen Kindern als Arbeitskraft alles abgenommen wird, was ein Kinderleben eigentlich bereichert, die nur dafür da sind, dass entweder ihre Familie überleben kann, weil viele westliche Konzerne diese Ausbeutung betreiben und Menschen immer noch beschäftigen zu Hungerlöhnen, wie gesagt, und dann wundern wir uns, wenn die irgendwann bei uns vor der Tür stehen. Würden wir mehr hingehen und würden nicht, um unser Gewissen zu bereinigen, spenden, sondern würden hingehen und würden Projekte beginnen, gemeinsam mit Interesse, wo wir auch in Zukunft Projekte vorstellen. Und das sind alles Ziele, die die Robin Tell Stiftung vertritt. Gestern Abend hat Fernanda Scheer die Stiftung vorgestellt. Die Stiftung unterstützt den Sender und die Stiftung unterstützt Projekte, bildet Plattformen für Menschen, die etwas vorstellen wollen. Da liegt unser Ziel darin, dass sie sich in die Öffentlichkeit begeben können und können ihre Ziele, ihre Wünsche, ihre Möglichkeiten, ihre Ideen präsentieren. Denn unser Wunsch kann es doch nur sein, dass wir ordentlich informiert werden, dass wir Tag für Tag keinen Nonsens erzählt bekommen, sondern dass wir ordentlich informiert werden. Und wenn Sie doch einmal ehrlich sind, was können Sie denn mit einer Meldung anfangen, die China oder Amerika betrifft oder dies oder das? Die führt doch nur zu einem, dass Sie noch unsicherer werden, dass Sie noch ängstlicher werden. Und in dem Moment ist der Sack zu. In dem Moment, wo Sie aus der Angst heraus handeln, in dem Moment schließen sich alle Türen. Weil wenn der Mensch Angst hat, kann er nicht mehr klar denken. Und jeden Tag werden sie mit irren Pressemeldungen in die Angst getrieben. Was soll aus dieser Welt noch werden? Schauen Sie sich doch das Euro-Konstrukt an. Ist diese sogenannte und hochbeschworene Europäische Union, ist die auf dem Willen der Menschen entstanden? Nein, ist sie nicht. Wenn wir uns einmal zurückerinnern, es begann mit der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die ein reiner Wirtschafts- und Handelsverbund war unter den Staaten. Und plötzlich hat man aus der Wirtschaftsgemeinschaft, ohne die Menschen zu fragen, einen Einheitsbrei mit einer gemeinsamen Währung gemacht, wo vieles noch nicht ausgegoren war, wie zum Beispiel die Kontrollmechanismen. Und wenn heute Länder ein 3%-Defizit melden können und es gibt nicht mal ein Instrument, dies zu prüfen, dann muss ich sagen, haben nicht Sie versagt und nicht ich, nein, dann haben diese Herren versagt, die uns immer das eingeredet haben, dass wir das brauchen, dass wir ein vereintes Europa brauchen, obwohl wir so unterschiedlich sind und so viele unterschiedliche Ziele haben. Und jetzt stellen Sie sich vor, was ist denn falsch daran, wenn die Menschen im Süden sagen, nein, jeden Tag 10 Stunden arbeiten ist nicht unsere Lebenseinstellung, wir arbeiten nur 5. Dafür geht es bei uns halt ein bisschen langsamer. Dafür sind die Straßen nicht so gut, dafür das. Aber wir haben genug zu essen, wir sind zufrieden und wir leben unser Leben nach unseren Vorstellungen. Wollen wir allen unsere Vorstellungen überstülpen? Meinen wir wirklich, dass wir die Einzigen sind, die wissen, wie es zu gehen hat? Nein, jeder Mensch weiß das. Und jeder Mensch ist ein Teil dessen, das es in der Gesamtheit so schön macht. Und je vielfältiger die Menschen sind und je außergewöhnlicher das Ganze ist, desto besser ist es für uns. Was können wir nun tun? Wir können anfangen, aufzuhören. Anfangen, mit Dingen aufzuhören, die uns nicht gut tun, die uns Schrecken einjagen, die uns Angst machen, die uns krank machen, die uns nicht die Zeit geben, die wir für unseren Partner, für unsere Kinder, für unsere Freunde, für unsere Hobbys brauchen. Diese Dinge müssen Sie bewusst angehen, um sie zu ändern. Denn wenn Sie sich in diesem Strudel weitertreiben lassen, wird Ihnen nicht nur Ihre Stimme genommen, nein, am Schluss sind Sie auch nicht mehr der Herr Ihres Lebens. Obwohl Sie als selbstbestimmter, selbstbewusster und selbstverantwortlicher Mensch auf diese Welt gekommen sind. Ich habe mich heute dazu entschlossen, weil ich wieder so viele Briefe bekommen habe von Menschen, die alle möglichen Problematiken haben, die sie fast zerstören,
wo Menschen mich hilfesuchend anschreiben, um zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter, was soll ich denn noch tun? Ich habe doch, bis ich 52 Jahre alt war, gearbeitet. Und wenn ich doch jetzt keinen Job kriege mehr, bin ich doch kein Schmarotzer. Warum soll ich jetzt denn plötzlich jeden Tag hingehen und alles offenlegen, was ich in meinem Leben erarbeitet habe, bis mir die Sozialhilfe etwas gewährt? Hilfe? Das ist keine Hilfe. Das ist, die Menschen mit Reglements überschütten und sie zu versklaven. Man sagt, das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine Staatsversklavung der Menschen. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Mit diesem Grundeinkommen werden sie nämlich eigenständig und selbstständig. Und das Wort Existenzangst wird in unserem Sprachgebrauch nicht mehr vorhanden sein. Wir müssen uns genau überlegen, welche Maschinerien, Maßnahmen und welche Reglemente, die wir heute haben, dann nicht mehr nötig sind. Denn vieles ist nicht nötig, es wird nur gemacht, weil wir es schon immer so gemacht haben. Diesen Satz höre ich öfter, als Sie glauben. Wenn ich frage, warum ist das so, das haben wir schon immer so gemacht. Und warum ist das so, das steht in den Vorschriften. Als wenn das beides unumstößliche Dinge wären, die in Stein gemeißelt sind. Erstens, das haben wir immer so gemacht, bedeutet, wir haben uns nicht weiterentwickelt. Zweitens, das sind die Vorschriften, heißt, wir wollen nicht mehr darüber nachdenken, wie wir diese Vorschriften ändern und sie zum Wohle des Menschen anpassen. Das sind aber die Dinge, die ganz wichtig sind in unserem Leben heute. Wir müssen hingehen und müssen wieder mehr miteinander tun. Viele Menschen haben die gleichen Problematiken. Sie werden immer mehr belastet, sie haben immer mehr Sorgen und sie kommen mit dem System nicht mehr zurecht. Denn, so scheint es oftmals, haben Regierungen nichts anderes im Sinn, als noch mehr Vorschriften zu erlassen. Und wer einmal den Stuhl des Beamten erklommen hat, der hält sich mit aller Macht daran fest und arbeitet mit seiner ganzen Kraft daran, dass dieser Zustand auch erhalten bleibt und dass natürlich für ihn und seinesgleichen immer die Zustände am besten sind. Verdenken kann ich es den Leuten nicht, weil wir werden ja zum Egoisten erzogen. Du musst immer erst mal nach dir selbst gucken. Wie oft habe ich in meinem Leben diesen Satz gehört? Und was macht er? Er lässt uns abstumpfen. Er lässt uns abstumpfen gegenüber den Problematiken, die in unserem Umfeld sind. Und er lässt uns abstumpfen gegenüber unseren Mitmenschen. Und besonders unsere Kinder leiden darunter. Denn die werden immer zur Seite geschoben, über die wird der Mantel des Schweigens gehüllt, die haben nichts zu sagen, die haben auch nichts zu melden, weil es sind ja Kinder, die sollen lernen und tun, was man ihnen sagt. Glauben Sie wirklich, dass das so ist? Glauben Sie wirklich, dass Sie von den Kindern nichts lernen können? Ich habe von den Kindern sehr, sehr viel gelernt in meinem Leben. Und jedes Mal, wenn ich diese neuen Kinder sehe, muss ich sagen, es begeistert mich. Und es weckt in mir wieder die Hoffnung, dass vieles auf unserer Welt noch besser werden kann. Gleich schauen wir uns noch ein paar andere Beispiele an, wie wir andere Dinge schon längst verwirklichen könnten. Wir gehen kurz in die Werbung und in wenigen Sekunden bin ich wieder für Sie da. Danke, dass Sie da waren. Bis gleich nach der Werbung. Und schon sind wir wieder zurück bei timetodo.ch. Heute am Freitag, Thementag, was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir zum Beispiel die ganzen Patente und Entwicklungen, die viele Menschen bereits getan haben, die aber unterdrückt werden, weil sie den derzeit agierenden Konzerne womöglich mehr von ihrem Umsatz wegbeißen würden, obwohl sie für die Menschen von großem Vorteil werden. Ein Beispiel möchte ich Ihnen mal zeigen in einem Beitrag, der im MDR gesendet wurde. Ich starte das mal. Dr. Christian Koch, unsere Stammzuschauer, die werden sich garantiert an Sie erinnern. Wir saßen hier schon einmal zusammen, das war Anfang 2005. Sie haben ein Verfahren zur Dieselgewinnung vorgestellt, worauf Sie auch ein Patent haben. Sie haben es heute mitgebracht. Und dieses Verfahren war damals richtig revolutionär. Ich könnte mir vorstellen, inzwischen müssten Sie Millionär sein bei diesen Dieselpreisen, oder?
Ja, man könnte den Eindruck bekommen, wir haben auch eine Vielzahl von unterschriebenen Verträgen. Und trotzdem ließ sich in Deutschland nicht ein einziger Anlage umsetzen. Wir haben ja nicht nur Freunde dieses Verfahrens, die das Verfahren realisieren wollen, sondern wir haben auch eine Zentralstelle, die dieses Verfahren so konsequent in Deutschland verhindert hat, insbesondere auch durch die Banken, dass wir nur im Ausland Anlagen bauen konnten. Das wollen wir nachher noch ein bisschen vertiefen, Herr Dr. Koch, deshalb sind Sie heute hier. Ihre Methode wirkt wirklich verblüffend einfach und trotzdem oder vielleicht gerade deshalb geht es Ihnen so wie dem berühmten Prophet im eigenen Land. Es sind ganz besondere Erinnerungsschreiben. Christian Koch hat schon überlegt, sie einrahmen zu lassen. Sie stammen aus dem Bundeskanzleramt, dem Wirtschaftsministerium und dem Umweltministerium. Ablehnungsschreiben von höchster Stelle autorisiert aus dem Jahr 2003. Inzwischen hat das Land zwar eine Kanzlerin, der Benzinpreis aber hat Rekordniveau erreicht. Allein der Dieselpreis hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Christian Koch produziert seinen eigenen Alternativdieselkraftstoff aus biologischen und mineralischen Abfällen, zum Beispiel aus Kunststoffmüll. Der wird geschreddert und mit einem speziellen Katalysator versetzt in eine Ölturbine geschüttet. Ohne Energie von außen, sondern allein durch Reibung, erhitzt sich die Turbine auf bis zu 320 Grad. Als Reaktionsprodukt entsteht dampfförmiger Diesel. Dieser kondensiert dann zu reinem Dieselöl bester Qualität. Die Idee ist nicht neu. Aber statt die Kohlenwasserstoffketten des Abfalls zu zerstören, trennt Christian Koch sie mit seinem Spezialkatalysator in der Turbine. Zugleich die einzige Möglichkeit, diese Stoffe umweltfreundlich zu entsorgen. 5 Millionen Euro betrugen die Entwicklungskosten. Staatliche Fördergelder hat der kreative Erfinder nicht bekommen. Dafür ist man in Kanada, Mexiko, Bulgarien und Spanien begeistert vom Recycling-Diesel-Patent. Hierzulande scheint man seine Idee eher zu fürchten. Dabei entwickelt die Autoindustrie auch den Dieselmotor immer weiter. Zugleich erforscht sie für viel Geld neue Motorenkonzepte. Und das, obwohl Experten schon lange erkannt haben, dass die größten Entwicklungsreserven in Zukunft nicht im Motor liegen, sondern bei alternativen Spritkonzepten. Alles andere ist für den Normalkonsumenten nicht bezahlbar. Christian Koch müsste also mit seinem Recycling-Diesel der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Seine Vorzeigeraffinerie im sächsischen Eppendorf soll demnächst dann auch Besuch erhalten. Entsprechende Regierungsstellen haben inzwischen Kontakt zu ihm aufgenommen. Den Ordner mit den Ablehnungsschreiben von höchster Stelle sollte Christian Koch trotzdem aufheben. Er könnte bald ein wertvolles Souvenir sein. Ich habe dieses wertvolle Souvenir ja auf dem Tisch liegen, Herr Dr. Koch. Um das Ganze noch mal richtig zu verstehen, das Vorbild für Ihr Patent ist eigentlich die Mutter Erde, oder? Die Mutter Erde hatte ja eine Vielzahl von Entsorgungsproblemen. Die organische Materie, die nach der Erfindung der Photosynthese reichlich vorhanden war, starb ab und die Erde muss das entsprechend von der Erde beseitigen. Und das hat sie getan, indem sie Erdöl gebildet hat. Erdöl ist das Vorbild für die Entsorgung, nicht die Verbrennung. Mitgebracht haben Sie sozusagen den Katalysator für Ihr Verfahren. Dieser Katalysator ist ein ähnlicher Katalysator, wie es auch die Erde verwendet hat. Die Ozeane waren also mit diesem Material, nicht in dieser feinen Form, aber mit ähnlichem Material gefüllt. Und dadurch hat sich der Ozean zu dem eigentlichen Erdölreaktor umgeformt. Und alles Erdöl, was wir heute haben, war vorher mal biologische Masse, war also vorher mal Müll. Ist Ihr Diesel also die Lösung aller Probleme, ganz salopp gesagt? Ja, der Diesel ist die Möglichkeit, um umweltschonend, also ohne Belastung der Umwelt, die Entsorgungsproblematik durchzuführen. Das heißt, das Ziel war ja eigentlich, die Reststoffe umweltfreundlich zu entsorgen. Ja. Und das geht nur im flüssigen Zustand. Und dann ist eben zwangsläufig das Ergebnis nicht ein Gas, sondern eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist nun ein hochwertiger Diesel, was wir natürlich am Anfang nicht gewusst haben. Aber er ist auf jeden Fall in der Größenordnung des Tankstellendiesels mit einem etwas höheren Heizwert. Wenn solche Anlagen wie Ihre irgendwann nun doch einmal in Deutschland genehmigt werden würden, in welchen Größenordnungen könnten Sie denn im Markt eingreifen? Wir haben dazu gute Recherchen, indem wir sehen, dass wir 14% der gesamten CO2-Emissionen aus den Treibstoffen rekrutieren, aber 32%
der Emissionen kommen aus der Landwirtschaft. Das ist also logisch, wenn es uns gelingt, mit einem Wirkungsgrad 50, 60, 70%, was wir durchaus realisieren können, diese landwirtschaftlichen Reste in Treibstoffe umzuwandeln, dann könnte man genau diese Sachen zur Deckung bringen. Denn interessant ist ja, ist die Erde auch heute noch bei 6,5 Milliarden Menschen in der Lage, so viel über die Sonnenenergie an Biomasse zu entwickeln, wie wir dann auch für unsere industrielle und Transportenergie brauchen. Und das können wir nur mit Ja beantworten. Das ist hoffentlich bald keine Utopie mehr, was Sie uns hier erzählen, Herr Dr. Koch. Aber es gibt, und das muss wirklich ganz deutlich gesagt haben, in Deutschland Verhinderer dieses Verfahrens. Leute, die also partout nicht wollen, dass ihr Verfahren in Deutschland angewandt wird. Im Ausland haben Sie ja schon solche Anlagen gebaut. Warum wird das in Deutschland nicht genehmigt? In Deutschland haben wir ein Institut, welches sich zur Aufgabe gestellt hat, dieses Verfahren zu verhindern. Das ist das Institut für Landwirtschaft und Ernährung. Und die haben nun, ohne sich mit dem Verfahren zu beschäftigen, ein Gutachten in Auftrag gegeben, um nachzuweisen, dass dieses Verfahren nicht angewendet werden soll. Diese Tatsache haben sie an alle Banken gegeben, haben sie an alle Förderstellen gegeben. Und deswegen geht es bis dahin, dass also Leute, die eine solche Anlage in Deutschland als Förderung beantragen, bestraft werden wegen Subventionsbetrug. Was läuft da ab? Wer sind da die großen Verhinderer? Sind es die großen Lobbyisten der Konzerne? Wer haut da dazwischen? Ja gut, man das kann ja nicht nur dieses Institut sein. Gut, in dem Institut sitzen natürlich Leute, die das konsequent tun. In welchem Auftrag sie machen, das steht mir nicht zu, das zu sagen. Ich schaue immer nach vorne. Das ist eine großartige Entwicklung, ist ein großartiger Geschenk, was uns gerade zur rechten Zeit zur Verfügung gestellt wird. Wir haben wunderbare Turbinen, wir haben eine Anlagentechnik, die, wenn wir sie in Serien bauen dürften und könnten, einen preiswerten Treibstoff uns zur Verfügung steht in ausreichender Menge. Wir haben genügend Bedarf an Diesel, sodass ich also nicht gerne zurückschaue. Aber es gibt natürlich auch in der Bundesregierung Kräfte, die jetzt aufgewacht sind und sich mit diesem Problem beschäftigen. Und da tut sich einiges in den nächsten Wochen und Monaten. Herr Dr. Koch, ich verspreche Ihnen, wir sehen uns bald wieder und dann verkünden wir, dass die erste Anlage in Deutschland laufen wird. Herzlichen Dank für den Besuch heute bei uns und Hals und Bein. Vielen Dank. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Haben Sie das gesehen, welche Möglichkeiten wir hätten? Ich glaube, es gibt nichts mehr als desillusionierte Erfinder, die sich mit vollem Elan, ich sage nur Viktor Schauberger, an Dinge herangemacht haben, die alle zum Wohle der Menschen sind. Erkenntnisse, die ein Viktor Schauberger gewonnen hat, der Unternehmer, was der umgesetzt hat, das, was in den vergangenen Jahrzehnten erfunden wurde. Ich möchte nur hier Nikola Tesla sagen und dessen Weiterentwicklungen, die uns alle vorenthalten werden. Die uns vorenthalten werden, weil sie uns unabhängig machen können. Überlegen Sie einmal, wenn diese freie Energie, die immer wieder totgeschwiegen wird, wenn Sie dieses jedoch im Internet eingeben oder auf YouTube, finden Sie hunderte von Beiträgen. Stellen Sie sich vor, die Milliarden von Forschungsgeldern, die in irgendwelchen Instituten verplempert werden, um Systeme zu überarbeiten, die eigentlich einer Überarbeitung gar nicht mehr wert sind, nur um Konzerne an den Positionen zu halten, wo sie heute sind. Ist das zum Wohle der Menschen? Ist das das, was wir uns unter Demokratie vorstellen? Wenn diese Dinge alle zurückgehalten werden, weil die Profitgier Einzelner überwiegt, das Menschlichkeitsdenken, was jeden von uns betrifft. Also, was haben wir als Ergebnis? Wir können uns immer nur noch zwei Dinge auswählen. Entweder wir bleiben die Sklaven dieses alten Systems und lassen nach wie vor uns wie dumme Kinder behandeln, wobei ich hier absichtlich Kinder sage, weil die immer als dumm dargestellt werden, obwohl sie das beileibe nicht sind, im Gegenteil. Oder wir werden wieder eigenverantwortliche Menschen, auch wenn wir auf ein paar Dinge verzichten müssten. Ich wäre gerne bereit, da mit leuchtendem Beispiel voranzugehen, denn das Leben, es mit dem Nachbarn gut haben, sich gut zu ernähren, freundliche, liebevolle Menschen um einen herum, das ist viel, viel mehr wert als alles Geld der Welt. Denn eins wissen alle, Geld macht nicht glücklich. Und ich habe viel mehr Menschen
getroffen in meinem Leben, die vermögend waren und unglücklich, weil allein schon mit dem Wort Vermögen kommen die großen Sorgen, weil es viele andere in diesem sogenannten Konkurrenz- und Wettbewerbssystem gibt um uns herum, die uns das gerne abjagen. Was wäre, wenn wir das ändern würden? Können Sie sich vorstellen, wie eine harmonische Welt aussieht, wie eine harmonische Welt mit Menschen aussieht, die doch jeden Tag aufstehen mit dem Gedanken, was kann ich heute zum Wohle der Menschen tun? Also immer wenn ich nur das Wort ausspreche, schaudert es mich leicht, weil ich kann mir dann den Zustand vorstellen, der dann auf unserer Welt eintreten würde. Auf einer Welt, wo der eine auf den anderen achtet. In einer Welt, wo der eine den anderen motiviert. Und in einer Welt, wo wir keine Zwänge ausüben, sondern Beispiel geben und motivieren. Es gibt wieder Stimmen, die zurück wollen in die Schulzeit der 20er Jahre, wo der Lehrer mit dem Rohrstock durch die Klassen ging und jedem, der nach seinem Gusto nicht pariert hat, eine übergezogen hat. Wenn ich das im 21. Jahrhundert höre, dann brauche ich mich nicht wundern, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Wer heute noch denkt, dass Gewalt ein Erziehungsmittel ist, der hat aus dem Gestern nichts gelernt und der hat daraus nichts gelernt, dass Gewalt sich immer potenziert. Und wenn wir uns heute die Geschichten anschauen von den vielen Missbrauchten in meinen Sendungen, waren vom Verdingkind über die Verwahrte auch schon die Missbrauchten und schauen uns an, was diese Menschen in ihrem Leben erleben mussten, dann macht uns das natürlich nicht sehr viel Freude. Warum macht es uns keine Freude? Weil wir wegschauen. Wir schauen weg und schämen uns. Und warum ändern wir es nicht? Warum stehen wir nicht hin und sagen, die Menschen müssen jetzt endlich ihre Gerechtigkeit erfahren? Nein, es gibt sogar welche, die dann sagen, dein Sch-Punkt-Punkt-Punkt interessiert mich nicht. Ja, wegschauen ist einfacher. Eine gute Miene zum bösen Spiel machen auch. Aber letztendlich wird die letzte Rechnung nicht hier auf Erden gemacht. Und diese möchte ich dann nicht haben, wenn ich mich als Mensch so verhalte. Ich möchte eigentlich an diesem Tag die Augen schließen können mit dem Gedanken, alles das gemacht zu haben, was in meiner Macht stand. Natürlich wird man nicht jedes Ziel erreichen, das ist auch gar nicht nötig. Man kann sich auch an den kleinen Dingen des Lebens erfreuen. Und die sind die wichtigsten, wie Freundschaft. Freundschaft ist etwas Wunderbares, Zuverlässigkeit auch etwas Wunderbares, Nachbarschaftshilfe, Nächstenliebe, das sind alles Dinge, die unsere Seele erfreuen. Und wenn unsere Seele lacht, dann glänzt unser Körper, aber nicht wie eine Speckschwarte, nein, Glanz heißt, du glänzt aus deinen Augen. Wenn du innerlich zufrieden bist, weil du ein liebevoller Mensch bist, dann sieht man das dir an. Und auch wenn ich wieder Dinge erhalten habe, die mich oftmals zweifeln lassen an den Menschen. Ich werde meinen Glauben an die Menschen nicht verlieren, auch wenn es einigen gibt, wo es mir sehr schwer fällt. Aber wahrscheinlich müssen die da sein, dass die anderen doch sehen, wie schrecklich Dinge enden können, wenn immer in alten Systemen weitergearbeitet wird, wenn immer mit Gewalt und wenn man meint, mit Verbote etwas erreichen zu können. Der Mensch ist ein individuelles Lebewesen. Man kann keine Regeln für Millionen Menschen erstellen. Der Staat muss so wenig regulieren, wie irgend geht. Und alle Entscheidungen müssen von Fall zu Fall getroffen werden. Wenn ich diese ganzen Diskussionen ständig höre, wo man wieder neue Regeln verlangt, und dann wird alles über einen Kamm geschert, wie viele gleiche Menschen kennen Sie denn? Also ich weiß nicht mal, ob ich zwei kenne, die annähernd gleich sind. Aber es betrifft Millionen. Es betrifft Millionen unterschiedlicher Menschen, die alle unter einen Deckel geschoben werden sollen. Und dieses System, liebe Zuschauer, wird nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, weil wir immer nach dem Individuellen streben, um unsere Talente und Fähigkeiten einzusetzen. Und stellen Sie sich mal vor, was wäre, wenn man von Kindesbeinen an man das fördern würde? Man fördern würde, entwickeln, Ideen zu kreieren, Tests zu machen. Ich habe mich mit dem Thema Energie, mit dem Thema Wasseraufbereitung, mit so vielen Themen in meinem Leben beschäftigt. Und ich habe immer gesehen, dass es Dinge gibt, die das gewünschte Ergebnis erzielen. Nur allzu oft standen immer größer gewichtige Interessen gegenüber, die es dann verhindert haben. Zum Nachteil aller. Ja.
Wenn ihr Wasser, was sie trinken, nicht gut ist, haben alle einen Nachteil, denn ohne Wasser kein Leben. Und ob sie denken, dass in den Plastikflaschen das Wasser besser ist, wie das, was aus ihrem Wasserhahn kommt, was glauben sie denn, wo dieses Wasser herkommt? Meinen sie, die haben alles schön behütete Quellen? Nein, nein, dann wird das Wasser tief aus dem Boden gepumpt. Warum gibt es wohl artesische Quellen? Das Wasser ist fertig für den Menschen, wenn es die Erde verlässt. Ein ganz alter Spruch. Haben wir das auch alles vergessen? Haben wir alle Dinge, die überliefert wurden von weisen Menschen in der Vergangenheit, haben wir die alle vergessen? Müssen wir uns immer nur an die alten Überlieferungen halten, die uns in Stress versetzen? Wer nichts arbeitet, kann auch nichts verlangen. Meinen Sie wirklich, dass das richtig ist? Nichts arbeiten will niemand. Es will nur niemand in einem Drucksystem funktionieren wie ein Roboter. Der Mensch ist nicht geschaffen, um auf der faulen Haut zu liegen und zum Fenster hinauszuschauen. Und das ist ja eines auch der Hauptargumente, warum man sagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Jugend, plötzlich ist die Jugend wieder gefordert, die Jugend würde verlottern. Die Jugend hätte keine Ideale mehr. Ja, wenn die Jugend nicht sieht, dass man arbeiten muss, um etwas zu essen zu haben, dann wird sie es nicht tun. Ist das das, was wir glauben von unseren Mitmenschen? Ist das das, was wir glauben von unseren Kindern? Dass sie faul sind, dass sie am liebsten nichts tun würden? Vielleicht sollten wir mal schauen, wer ihnen das eintrichtet, wer sie ständig von Kommunikation und Gemeinsamkeiten abhält, indem man das Ganze nur noch virtuell macht. Ob das Facebook heißt, ob das Gaming ist, ob das Spielekonsolen sind oder irgendwelche Chatrooms, ob das diese ganzen Dinge sind, die unsere Kinder an den Bildschirmen bannen, ob das gut ist für unsere Kinder? Haben wir da schon einmal drüber nachgedacht? Haben wir darüber nachgedacht, wieso sich viele Jugendliche auflehnen, weil sie in ihrem Inneren spüren, dass das, was wir tun, falsch ist? Was versuchen wir? Wir versuchen sie einzurichten. Wir versuchen sie mit allen Mitteln auf unser sogenanntes demokratisches System einzuschleifen und sie dürfen weder individuell sein, noch dürfen sie etwas verändern, weil wir haben ja ein Leben lang dafür gearbeitet. Wofür haben wir denn gearbeitet? Für eine verschmutzte Umwelt? Für ungenießbares Essen und verschmutztes Wasser? Für Krankheiten, die wir vor 20 Jahren nicht mal dem Namen nach kannten, geschweige denn, dass es die gibt? Für Dinge, die immer mehr unser Leben einschränken, als es zu vereinfachen und zu verschönern, wobei sich der Kreis wieder schließt. Und auch da wären wir wieder beim Ansatz, warum werden nicht die Erfindungen zum Wohle aller Menschen gemacht? Warum sind wir nicht so weit, dass wir sagen, der was erfunden hat, kriegt an jedem Teil, was wir machen, egal wo das auf der Welt produziert wird, einen Prozentsatz XY für sich, weil er hat sich Gedanken gemacht zum Wohle der Menschen. Nein, es wird meistens probiert, solche Leute in die Pleite zu treiben, dass man für einen Apfel und ein Ei sein Patent übernehmen kann. Und dann werden Millionen damit gemacht und oftmals stehen die Erfinder am Rande des Ruins oder sind gar ruiniert. Oder wenn sie etwas erfunden haben, was den Mächtigen zuwiderläuft und aber für die Menschen gut wäre oder für unsere Umwelt gut wäre, das wird dann verschwiegen. Nein, dann wird gestichelt gegen die, die große Autos fahren, obwohl wir sehen, mit Wasser. Es gibt noch einen weiteren Beitrag. Ich muss gerade mal schauen. Da haben wir noch etwas. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Auch das sollten Sie sich einmal anschauen. Da gibt es eine Website, die nennt sich wasserstattsprit.info und dort haben auch junge, gewiefte Menschen nachgewiesen, dass es geht, dass es für uns alle geht. 5 Minuten haben wir noch? Ja, haben wir noch. Das ist eine sogenannte Dry Cell. Mit dieser einfachen Technik kann man Wasser in Knallgas, genauer gesagt in Braungas, aufspalten. Die Elektrolyse von Wasser ist eine alte und einfache Erfindung. Sie kann sehr effizient sein und gelingt sogar mit Materialien aus dem Baumarkt.
Das Prinzip ist so genial wie einfach. Man benötigt nur milde Seifenlauge und Strom für die Elektrolyse. Am besten natürlich aus Photovoltaik oder Windkraft. Ihr seht, es fängt sofort an zu gasen. Also da drinnen passiert jetzt die Wasserspaltung in den Kammern drin. Das Gas fließt raus und muss durchs Wasser durch. Und jetzt haben wir da oben haben wir Gas. Das Gas aus dem Wasser ist billig herzustellen und natürlich überaus umweltfreundlich. Das Braungas ist brennbar und besitzt dabei mehr Energie als Erdöl oder Erdgas. Das ist so heiß, dass da Glas draus wird. Also Wolfram schmilzt, Titan schmilzt, Eisen, Stahl schmilzt, fängt in kürzester Zeit an zu tropfen. Jetzt gehe ich mit der Flamme auf einen gewöhnlichen Nagel. Peter Salocher ist überzeugt, dass man mit diesem Gas auch heizen kann. Und das zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten von Erdöl, Erdgas oder Holz. Wir schaffen den Himmel auf Erden. Darum sind wir da, dass wir ein bisschen was dafür tun. Ich suche nach einer Lösung, die alle machen können. Es muss einfach sein. Wenn ich wissen will, ob das möglich ist oder nicht, ich kann es nur selber ausprobieren. Endlich mal ein freies Fernsehen, gell? Das ist ein Widerspruch in sich. Da kommt Freude auf, wenn wir alle an der Arbeit sind. Mit dieser anschaulichen DVD und den auf ihr enthaltenen ausführlichen Anleitungen zum Selbstbau können Sie sich Ihre Dry-Cell schon jetzt selbst bauen. Alles noch experimentell. Jetzt stellen wir uns vor, wir können ein Haus heizen mit 0% Abgase. Dann wäre doch das eine Sensation, oder? Und vielleicht kann man mit dieser Technik eines Tages sogar alle fossilen Brennstoffe und Treibstoffe durch das umweltfreundliche Gas aus dem Wasser ersetzen. Und fass dir ruhig mal dahin. Es ist nass. Nass, oder? Ich habe mir dieses Ding gebaut und bin damit zum TÜV Nord gegangen, habe Ihnen das vorgestellt, habe Ihnen auch die Hintergründe dazu berichtet und wollte eine Zulassung dafür haben. Und die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, oh, das ist eine Manipulation an einem Typ, der zugelassen ist. Das können wir nicht akzeptieren. Und dann habe ich Sie aufmerksam gemacht, dass bestimmt Tausende von diesen Dingen bereits in Deutschland fahren und in der Welt sowieso. Und dann habe ich gedacht, na, ihr könnt mich mal. Eine 125er Honda ist nur mit Gas gerammt. Und jetzt habe ich vor zwei Monaten ein Video ins Netz gestellt mit dem Generator, der nur mit Gas läuft. Also eigentlich kann man sagen, der Motor läuft mit Wasser. Ich sage jetzt nicht, dass ich over Unity bin, aber wenigstens mal over Faraday. Das ist aber noch nicht jetzt der Stand letzter Dinge. Es wird weitergehen, weil wir sind jetzt schon hunderte von Leuten, die Versuche machen mit dem und jeden Tag daran arbeiten. Jeder hat Ideen, jeder experimentiert herum. Es ist eine richtige Freude jetzt, was da am Entstehen ist. Also das ist unglaublich. Das ist jetzt nichts anderes als Wasser da drin. Ihr seht, er fliegt. Wasser, das fliegt. Fliegendes Wasser. Ich muss immer zuerst etwas geben und dann kommt auch was zurück. Und darum habe ich auch keine Probleme, hierher zu kommen, 800 Kilometer zu fahren in meiner Freizeit. Und ich kriege es von irgendwo her, kommt das. Das Leben schenkt uns immer wieder und wir müssen lernen, mehr in diese Form zu denken. Man muss nicht überall etwas kriegen. Schaut euch einen Apfelbaum an. Der braucht, um sich zu reproduzieren, einen Apfel und dann war es das. Aber wie viele Äpfel macht er? 400 Kilo oder mehr? Das ist doch, das ist das Gesetz der Fülle, was uns da begegnet. Und das ist auch in der Welt drin und wir werden es jetzt entdecken. Es ist das Jahr jetzt, wo das losgeht, das wird kommen. Da können sich die Balken biegen, das wird kommen. Haben Sie das gehört? Es wird kommen und da bin ich der gleichen Meinung wie der junge Mann eben. Denn zwei Dinge hat mir dieser kleine Film gezeigt. Erstens,
Es sind nicht die großvolumigen Autos, die ein großes Problem darstellen, auch wenn man uns das ständig verkaufen will mit CO2-Abgaben und ähnlichem Unsinn. Nein, wir verhindern Technologien. Und haben Sie gehört, was der Erfinder gesagt hat, was der TÜV gesagt hat? Manipulation an einem Auto können wir nicht zulassen. Was heißt das denn? Manipulation? So eine Frechheit. Der Mann hat dafür gesorgt, dass aus dem Auspuff wesentlich weniger Schadstoffe kommen und dass wesentlich weniger Energie verbraucht wird. Im ersten Beispiel kann man den Spritverbrauch drastisch reduzieren und der Rest ist Wasser. Und Wasser gibt, wie wir alle wissen, wenn es aus dem Auspuff herauskommt, Wasserdampf. In diesem Beispiel haben wir gesehen, wie durch eine einfache Elektrolyse, die über einen Generator im Auto selbst erfolgen kann, Knallgas entsteht und auch Gas, es gibt heute schon Gasfahrzeuge, können unsere Autos antreiben mit wesentlich weniger Emissionen als Sprit oder Diesel. Es gibt schon alles. Und junge Leute wie dieser junge Mann machen es uns tagtäglich vor, dass man zum Wohle der Menschen arbeiten kann. Aber es gibt viele, die uns zurückhalten wollen. Denn diese Dinge würden alle zu einem Ergebnis führen, dass wir viel mehr Freiheit erlangen und dass wir mit dieser Freiheit viel mehr anfangen könnten. Und das ist womöglich manchen ein Dorn im Auge. Denn wenn die Menschen frei sind, dann sind sie nicht mehr zu manipulieren. Wenn sie keine Existenzangst haben, kann man ihnen nicht alles vorschreiben. Und jetzt überlegen Sie mal, warum unsere Welt so ist, wie sie ist. Eigentlich müsste sie für Menschen gemacht sein. Und damit möchte ich mich auch heute verabschieden, indem ich Ihnen wünsche, dass wir auf eine Welt zulaufen, die für Menschen gemacht ist. Das bedeutet, wir wollen mehr für uns. Zusammen sind wir stärker, zusammen können wir alles erreichen, was wir erreichen wollen. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende und freue mich, am Montag Sie wiederzusehen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren bei timetodo.ch. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.